Und dann sollten wir auch mal gucken, dass wir diesen Vogt mal bauen. Hier ist wieder jemand. Ja, wir haben keinen Platz. Wir brauchen ja eigentlich gerade niemanden. Oder? Bergarbeiter, können wir noch einen dazu setzen? Scuff ist ja aufgestiegen. Lass mich mal gerade überlegen. Wo brauchen wir denn den Vogt nochmal? Hat er ein eigenes Haus? Ah, ich glaube, den konnten wir hier mit reinbauen oder so, ne? Nebengebäude hinzufügen. Schatzkammer. Wo konnte man den Vogt denn nochmal bauen? Ah, wir brauchen die Vogtei. Ich erinnere mich. Das Ding brauchen wir. Ja. Ja, genau. So, pass auf. Und dann müssen wir das Ding auch bauen. An dem Gutshaus. Nein. Oder? Yes. We have to build it. It. Itze bitze. Können wir das da noch dran setzen oder wird das dann quälig? Ja, das können wir da tatsächlich noch dran setzen und die kommen auch noch durch, ne? Das steht halt ein bisschen auf dem Weg dann, ne? Oh, da können wir das da hinten. Ja, wir können das da hinten dran setzen. Boah, wie geil. Geil. Was kostet das? 10 Holz, 10 Bretter. Ja, komm, egal, bauen wir. Ist voll geil. Rohstoffe fehlen. Bei der Schneiderei, aber das ist okay. Boah, Wildschweine, wir haben echt gute Fleischproduktion. Das ist voll nice. Das ist voll nice. Wir haben trotzdem 91% Zufriedenheit. Das gefällt mir sehr gut. Wir kommen sehr, sehr gut durch den Sturm hier. So, hier wird Fisch verkauft. Einfach. Hier wird einfach Fisch verkauft, das ist nice. Dann gucken wir mal, ob die ein bisschen Deko wollen vielleicht. Machen wir nochmal so ein Bäumchen da in die Mitte rein. Das gefällt denen. Vielleicht hier auch nochmal ein bisschen. So. Zack. Und dann können wir auch nochmal so just random vor allem. So ganz random auch nochmal ein. Boah, ich wünsche mir echt eine Anzeige, wo man hier schon überall Brunnen gebaut hat. Wir haben da einen, wir haben da einen. Dann lass doch noch einfach mal hier oben einen hinbauen. Hier so. Zack. Ganz random. Brot? Ja, wir kommen echt so durch die Nahrungsknappheit. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Freue mich übrigens, dass das zweite Fischerhöhle so schnell gebaut wurde. Echt ehrenhaft. Das freut mich wirklich sehr. I'm a bad boy. Richtig nice. Oh, mein Nacken. Oh. Wenn ich meinen Nacken so nach vorne mache, wird mir schwindelig. Ich glaube, das ist nicht gut, oder? Ich glaube, das ist nicht gut. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an. Liegt am Alter, ja, das kann sein. Das kann tatsächlich sein, ja. Machst halt nichts, ne? So, ihr kann ja schon mal verkauft werden, wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Wenn du direkt starr nach oben guckst, spannt es sich ja besonders. Das habe ich öfter. Ja. Ja. Hey, guck mal, wie er da rummeckert. Nee, ich muss immer hier hin und her laufen. Jetzt habe ich keine Unterkunft und. Nee. Ja.
Das kann ich doch nichts dafür, wenn er kein Haus hat. Ich meine, er hat natürlich kein Haus, weil er hier nicht wohnen kann, ne? Weil hier keine Häuser sind. Da kann ich ja nichts für jetzt, ne? Zahlen in der Luft mal mit dem Kopf. Bewegung lockert. Zahlen? Ich mal meinen Kontostand. Wobei, vielleicht besser nicht. Mach noch ein Minus davor. Du brauchst mehr Bewegung. Ne, Bewegung geht eigentlich voll klar. Ich gehe zweimal am Tag mit den Hunden. Fast 2,5 Stunden spazieren am Tag. Also Bewegung ist eigentlich nicht das Problem. Ich sollte aber nicht so ekelhaft vom PC rumschrimpen manchmal, glaube ich. Ich glaube, das ist eher das Problem. Eine zweite Kirche. Wir können, jetzt Leute die gerade, wir können ja gleich mal gucken. Wir können ja gleich mal gucken, wie voll das dann ist in der Kirche. Brauchst du mehr Rücken-Nackenbewegung? Ja, ich hätte mir vielleicht doch mal Ringfett kaufen sollen, ne? Kann man bei Ringfett nicht Yoga-Übungen machen? Ja, Ringfett, klar, kennt ihr doch, Ringfett. Komm mal her wieder. Geh ich weg, ich hab kein Zuhause, ich bin schlecht gelaunt. Weißt du, arbeitet 2 Minuten und heult rum. Bruder. Damit 13 Kilo. Ja gut, ich jetzt nicht wegen ab. Also abnehmen ist natürlich auch nice, aber ich hätte jetzt eher so wegen Yoga-Übungen halt irgendwie gedacht, weißt du? Gibt's das da nicht? Die Mountain Climber bei Ringfit. Hol mal Ringfit und mach Kriegerhaltung 2, Tobi. Okay, ich sehe schon. Ihr seid da alle schon drin gewesen, scheinbar. Krass. Boriko, dankeschön für deine 42 Monate. Liebe geht raus. Der tollpatschige Schatten, dankeschön für 29 Monate. Liebe. Und Lord Plagos, dankeschön für 200 Bits. Und dankeschön auch an Hellchen für deinen Giftezap an dem Putzi. Liebe. Bergsteiger und Krieger 2, mehr brauchst du nicht, oh Gott. Oh, kein Nahrungszugang. Warte mal, wer ist das? Scuff hat keinen Nahrungszugang. Okay. Das ist wild. Okay, der Fisch geht sehr schnell weg, wa? Oh, wobei 1,59, das ist ja voll easy. Okay, Rohstoffe fehlen hier, das ist aber okay. Banana Joe aus original aus Darmstadt. Ich wohne aber nicht mehr in Darmstadt. Also Hessen. Wobei Stuhlhaltung können Tobi. Bitte? Also ich möchte meinen Stuhl nicht halten. Ich möchte ihn rauslassen, wenn ich muss. Die Übung heißt wirklich. Ach so. Ich dachte vielleicht, ist das irgend so ein... Guck mal, besorgte Bürger geht wieder arbeiten. vielleicht ist das irgendeine Haltung, weißt du? Dass du das einfach so lange einhältst, bis ein gewisser Punkt auf den Darm, auf den Rücken drückt und den wieder einringt. Kann ja sein. Es gibt sehr viele verschiedene verrückte Dinge heutzutage. Ich weiß doch auch nicht. Ja, guck mal, schön, die Vogtei ist gebaut. Vogt zuweisen. Trainingsgeschwindigkeit der Soldaten wird um 10% erhöht. Okay, Pandalöhnen, wir brauchen leider keine Soldaten, sorry. Handelspreisbonus von 10% bei Dörfern mit Loyalität gegenüber Klerus, Königreich und Arbeiterschaft. Ich finde eigentlich von Maurice am nicesten. Die Zufriedenheit wird um 10% weniger beeinflusst.
Das sehe ich. Da sehe ich uns. Maurice ist der Vogt. Okay. Mann, ach du liebe Zeit. Mineralvorkommen können wir hier untersuchen. Wo haben wir das denn? Oh, haben wir die ganzen... Oh Gott, sind die ganzen Sachen weit weg. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Hast du schon Survive on Raft auf der Switch gesehen? Einfach 30 kopiert von den Raft-Entwicklern. Echt? Survive on Raft? Okay, lol. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Wo ist denn das? Ach, das ist direkt hier bei uns. Oh, gut, dass ich das Wohngebiet immer weiter in diese Richtung gebaut habe. Wenn da später mal Kohle vorkommt. Ja, toll. Spannend, auf jeden Fall. Spannend. Gut mitgedacht. Folgendes. Da steht jetzt mal Schluss mit Wohnungen. Da wird nicht weiter gebaut. So, pass auf. Wir gehen da nochmal rein. Mandat auswählen. Geh das mal untersuchen. Mach mal. Geh schon mal gucken und sagst, wie es ist. Ja, wir kommen von der Produktion. Es reicht dann aber auch mal mit dem Regen jetzt hier, ne? Das geht jetzt schon wirklich, wirklich lange. Ist jetzt nicht mal gut? Es reicht. Landvogt Sackfaxe. Landvogt Sackfaxe. Dankeschön für deine 500 Bits. Liebe geht raus. Ah, der Name, ey, geil. Liebe geht raus an dich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Schön. Sag mal, Golli, wir hatten heute noch Champions League gespielt, das zweite Spiel. Und wie ging das aus? Ja, Nahrung sieht gut aus, ja. Weil wir das Fleischgame geupt haben. Wir haben das Fleischgame geupt, das war super wichtig. Das war super, super wichtig. Der Schwornbänger. Oh, der Fisch geht aber gut ab, wa? Oh, wir haben keinen Stoff mehr, sehe ich gerade. Oder was? Hui. War schon mit der Schäfsche, hat er die in Trocken gebracht? Inter 1-0 gegen Atletico. Oh, krass. Okay. Okay, okay, okay. Das ist interessant. Auf jeden Fall. Sehr interessant, sehr interessant. Ungenügende Unterkunft. Ach, er wieder. Da wie er sein Leben einfach hasst. Wie er sein Leben einfach hasst. Sehr gut. Wie er sein Leben einfach hasst. Hass. Wirst du WWE 2K24 zocken? Ja. Aller Voraussicht nach ja. Ob wir es auch als Let's Play machen werden, weiß ich nicht. Weil das halt immer geclaimed wird auf YouTube. Aber ja. Zocken werden wir es auf jeden Fall. Warte mal. Ich wollte hier nochmal gucken, genau. Wir können hier mittlerweile Werkzeugherstellung machen. Das bringt uns aber halt leider alles nichts. Aber wir könnten mal diese Edikte nehmen. Oh fuck, die haben 200 gekommen. Oh boy. Okay. Nehmen wir jetzt einfach mal. Aber das hat einfach... Oh, jo. Das hat einfach mal 200 gekostet. Jetzt müssen wir aufpassen wegen Geld da oben.
Kann es sein, dass wir damals bei unserer ersten Staffel schon irgendwie bei 3.000, 4.000 waren? Da gab es ab einem gewissen Punkt, hatten wir so viel Geld einfach. Das ging so ratternd schnell durch, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was wir damals gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwas Geiles haben wir damals gemacht und das ging so rapide nach oben. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber, das lag auch einfach daran, weil wir sehr, sehr viele Fische hatten und sowas, ne? Steuern? Nee, ich glaube nur, ich glaube, das waren die Steuern, waren das gar nicht mal. Ich glaube, die Steuern alleine waren das nicht mehr. Im Gange. Achso, der ist gerade noch unterwegs. Na ja, gut. Genügend Unterkunft. Ach, guck mal, er wieder. Ich hatte mein Leben. Ja, wir manipulieren einfach, wenn der uns zu aufmüpfig wird, ne? Und so wirklich so richtig anfängt, auch irgendwie so, ja, ne, andere mit aufzustacheln, dass die auch irgendwie Revolte machen, weil es hier scheiße ist. Wir fangen einfach an, sein Boot irgendwann zu manipulieren, dass der irgendwann einfach untergeht. So, es wird nie jemand nach ihm fragen. Es wird nie jemand nach ihm fragen. Keiner wird ihn je gekannt haben. Ich überlege halt gerade, was man noch so... Ich meine, wir treten... Ich will nicht sagen, dass wir gerade auf der Stelle treten, aber so wirklich weiter bringt uns hier gar nichts im Moment, ne? Wir müssen halt erstmal ein bisschen Kohle sammeln, aber wir müssen halt auch gerade vorsichtig sein. Wir könnten Beeren und Fleisch gerade wunderbar verkaufen. Aber das Problem ist... wir müssen noch warten, bis das Unwetter hier vorbei ist. 2K24 im Läufström. Ja, ja, gerne. Gerne. Sehr, sehr gerne. Bloody, ja klar, also Tipp immer gerne, aber es geht ja soweit erstmal, ne? Aber klar, hau raus. Ja, Stoffproduktion, ich weiß nicht, ob die Stoffproduktion auch gerade ein bisschen im Keller ist, weil, weil Dingens hier... Weil, wegen dem Wetter. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen im Keller ist, deswegen. Oh, die Kirche ist auch relativ voll, ne? Und so wie ich das hier sehe, können wir auch die Kirche nicht mehr anbauen. Wir werden eine neue Kirche bauen müssen. Eieiei. Was könnte man denn da noch an... Da kann man nichts mehr anbauen, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ach hier, Effekte. Erträge von Beeren, Weizen, Trauben 50% reduziert. Ah. Okay, also hat nichts mit der Stoffproduktion zu tun. Warum haben wir denn nie Stoff? Hä? Oder auch die Leute beförderst eine einmalige Abgabe machen. Echt? Hier unten. Okay, aber warte mal. Ich gucke mal ganz kurz, was mit dem Stoff hier ist. Warum? Wolle. Warum haben wir immer keine Wolle? Vielleicht eine zweite Schäferin bauen? Weil mehr Schafe einfach bringt halt nichts, weil... Also mehr Schafe bauen bringt halt gar nichts. Weil dadurch sind ja nicht mehr, die das abernten. Das bringt ja nichts. Aber einen zweiten Schäfer würde ich wohl fühlen, glaube ich. Hier, guck mal. Wir ballern den hier einfach hin. Hier so.
da so. Ist hier ein Weg? Ja, komm. Let's go. Fuck. Die Schafe kommen immer ungeschoren davon. Nice. Rohstoffe fehlen bei der Bäckerei. Ja, gut, das ist halt. Das ist dem Wetter geschulden, ne? Kann man schon nichts machen. Da konntest du nichts machen. Bei Mandate hast du gesagt, ne? Mandate hätte ich ja nicht gedacht, ne? Hier unten. So rum. Ach, das war das mit der. Ah, ja. Ja, nee. Nee, erstmal brauchen wir das nicht. So eng ist es dann auch nicht. Aber interessant, dass es geht, auf jeden Fall. Interessant, dass es geht, aber gerade passt es eigentlich. Ich überlege halt, ob wir wieder anfangen, ein paar Beeren zu verkaufen. Wir kommen gerade mit dem Fleisch ganz gut hin, Brot aber auch ein bisschen was. Wir könnten überlegen, ob wir vielleicht noch ein paar Beeren wieder verkaufen. Ich meine, wir könnten ja sagen, wir behalten 50 und der Rest Ciao Kakao, ne? Könnten wir eigentlich machen. Ohne mit der Wimper zu zucken. Okay, Kleidung verticken halt auch immer direkt weiter. Das ist aber auch okay. Ja, euch kann ich leider, das bringt leider nichts. Wir haben hier, also. Wir könnten nochmal ein Holzfällerlager bauen. Ich weiß halt auch nicht, warum wir so wenig Holz nur haben, ne? Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich verstehe das nicht so ganz. Oder halt wirklich nochmal das Abbaugebiet eingrenzen, dass man wirklich sagt, okay, ihr sollt nur an der einen Stelle da unten abbauen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das vielleicht noch ein Problem ist? Dass man sagt, ihr sollt wirklich nur hier abbauen? Vielleicht hier noch? Da so. Das können die ruhig auch wegbauen, das brauchen wir nämlich nicht. Ansonsten halt wirklich hier so in dem Bereich sich konzentriere. Und dann könnten wir hier unten noch ein Holzfällerlager hinsetzen. Da haben wir schon eins, da auch. Vielleicht hier einfach. So, mitten rein. Passt schon. Können wir die beiden auch noch mit reinnehmen hier. Ach, guck mal, er wieder. Mimi. Als Schwaul. Ja, Golly, habe ich mitbekommen. Ich meine, man hat ihm schon angesehen, dass ihn das mit Beckenbauer maximal mitgenommen hat, ne? Man hat das mit Beckenbauer halt wirklich, wirklich gesehen, dass ihn das echt beschäftigt hat. Oh, meine Nase fängt schon wieder an. Ja, ist einfach super traurig, ne? Super traurig. Es geht im Moment ein WM-Held nach dem anderen. Unfassbar. Unfassbar einfach. Super, super traurig. Ja, Lars, es würde theoretisch gesehen schon gehen, aber das Problem an der ganzen Geschichte ist. Ich kann es mal machen. Problem an der ganzen Geschichte ist, der wird ziemlich pissed sein, weil er hier dann halt nichts hat, ne? Ich meine, der wird sich da jetzt ein Haus bauen, ne? Aber der wird hier dann ziemlich angepisst sein, weil hier halt nichts ist. Also keine Kirche, keine Nahrung, kein gar nichts. Deswegen, der wird das wahrscheinlich relativ, der wird das relativ schnell wieder abbauen. Denke ich mal. Oder angepisst sein oder keine Ahnung. Ja, Torin, hast du das nicht mitbekommen? Ja, im Januar schon. Ja, das war im Januar schon. Oh Gott. Warte mal.
Ah, ja gut, okay, oh, dann kann ich das verstehen. Dann wäre so eine Nachricht wahrscheinlich auch nicht gerade gut gewesen. Kann ich verstehen. Ich putze mal gerade Nase. Meisterwerk des Brunnen, der Brunnenskulptur. Euer geschickter Umgang. Okay, ich höre auf damit, warte. Euer geschickter Umgang mit Nahrungsmitteln während des Unwetters hat einige eurer Dorfbewohner inspiriert. Und sie möchten aus diesem Anlass, oh Gott, das Meisterwerk der Brunnenskulpturen bauen. Optionaler Bonuseffekt. Die Unterhaltungskosten dieses Gebäudes sind um 50% reduziert. Alle Teile liegen höher als im benachbarten Gebäude. Okay. Wo ist sie denn, die Brunnenskulptur? Oh, das Wetter hat auf. Oh, ist das schön. Ha. Ist das schön. Ist das schön. Endlich einmal wieder. Ist das doll hier. Okay, wo setzen wir denn die Brunnenskulptur hin? Eigentlich muss sie ja dann hier oben hin, ne? Oder wie war das? Warte mal, was habe ich für den Bonuseffekt gebraucht? Warte mal. Wenn Bedingung erfüllt ist, alle Teile liegen höher als benachbarte Gebäude. Ach, da brauchen wir Marmor für. Ach, die Geschichte war das. Okay, dann nevermind. Brauchen wir gar nicht bauen. Haben wir nämlich nicht. Hat er sein Haus mittlerweile fertig? Der wird sich sicher sehr wohlfühlen hier. Golly? Golly, was ist das jetzt für Fake News? Sag mal, Golly? Sind die unsere drei Elden Ring Streams denn gar nichts wert gewesen, als wir das durchgesuchtet haben? Hä? Also jetzt bin ich aber enttäuscht. So enttäuscht, dass ich erstmal 20 Schafe mache. Hui, wie die wegrennen. Geil. So, ist das zweite Fischerding eigentlich schon fertig? Na? Oh ja, warte auf den Baumeister. Ja, fantastisch. Ja, gut. Das, da wird nichts mehr passieren, glaube ich. Sag mal, pissst du gegen den Strauch? Achso, die guckt sich den Strauch nur an. Okay. Gut, never mind. Ich habe nichts gesagt. Habe ich den nur wieder verbrochen? Nee, nee, aber. Also Elden Ring haben wir ja sowas von durchgespielt. Auf unsere eigene Art und Weise halt. Für mich ist das Spiel fertig. Oh, Weber. Geil. Warum können wir jetzt zwei Weber brauchen? Bauen? Dingensen? Ach, weil wir einen zum Vogt ernannt haben, ne? Ja, I remember. Ich wollte Nase putzen, ne? Da kam der Brunnen dazwischen. Ich putze mal gerade Nase. Grüß Gott miteinander. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder.